So Leute, ich bin wieder euer Flastvi und ich habe keine Peilung, was ich im letzten Part mehr gemacht habe. Aber ich glaube, wir wollten mit dem Barmann hier Lonzo reden. Lonzo, ja. Hast du zufällig etwas, jo, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Red Bull! Lonzo, alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich geh dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Na, was hast du denn für mich, mein Freund? Oh mein Gott. Ja, natürlich. Ja. Okay. Klavierspielen hilft uns auch. Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Nein, eine übertriebene. Das ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrake. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Na klar, das schaffst du schon, Rufus. Und, Alter, tolle Kaffeemaschine. Ganz ehrlich, wer stellt sich sowas ins Haus? Mach mir mal den Tankdeckel auf, einfach so. Okay, bringt gar nichts, toll. Die Espresso-Tasse bringt ja auch nichts. Noch leer, mit Betonung auf noch. Jo. Okay, hier ist also gar nichts, toll. Ach ja, wir müssen ja hier, Goal wach kriegen. Und, keine Ahnung, was wir sonst noch so tun müssen. Hm? Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Na, das ist doch total schnieke. Und ich finde ja den kleinen Gecko hier oben niedlich. Den sicher jetzt erst. Ich ja niedlicher kleiner Kerl, wa? Dann gehen wir mal zur Notfallstation. Was gibt es denn da so Schönes zu erfahren? Hallo, wer da? Nein, niemand da. Okay. Ich pack mal den. Ja, mach mal den Arztschrank auf. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Ja, ist schon hart, ne? Komm, nimm mal den Zahnbohrer. Können wir immer hier brauchen. Das Seziermesser natürlich auch. Der Clown unter den Narkosegasen. Clowns. Clowns sind gruselig. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Ach so, deswegen gehen die Bäume ein. Ach so, ist ja nicht so schlimm.
Wir benutzen einfach mal den Hebel. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Uiuiui. Was haben wir denn da Schönes? Machen wir mal hier das Polizeifach. Können wir aufmachen. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Ach so. Nehmen wir mal die Fußpässe, Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ach so, schade. Ich dachte, das Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Warum Vielleicht nicht? Funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Na gut. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ich hab nicht geblinzelt, aber okay. Mach mal den Hebel noch einen weiter runter. Was gibt's denn hier so Schnickes? Auch wieder eine Fußpässe, dann gibt's hier einen Feuerlöscher. Den könnten wir mal mitnehmen. Das okay. Ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ganz fast. Ganz fast, Rufus, ganz fast. Die nehmen wir mal vorsichtshalber. Ui, wir können uns ja herunter... Da ist ein Loch in der Plattform. Da können wir uns ja herunter... ja, Dingsen. Kann ich die benutzen? Das können wir tun. Ohne Handschuhe. Nö, nee, tat nicht weh. Okay. Ich hab ja schon nichts gesagt. Haben wir hier noch was Interessantes? Was haben wir denn so für Items? Ein Dartpfeil, ein Zensiermesser, ein Zahnbohrer. Können wir damit hier was machen? Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. Ach so, okay. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Ja, das freut mich Verdammt. Aber. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ja, natürlich. Ich glaube, ich muss noch mal zu... Na, wie heißt er? Hier. Come on, wie heißt er? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Dem vom Anfang. Wenzel. Richtig. Gehen wir noch mal zu Wenzel. Beeil dich ein bisschen, Rufus. Soll mich ewig zeigen. Sprechen Hey, Wenzel, was gibt es? Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ja. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Ja. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Ja. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Worum geht es denn diesmal? Was brauchen wir denn? Da. Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen.
Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Hm, du machst das schon. Okay. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Das ist natürlich eine super Ausrede. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Okay. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Gute Idee. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater eins klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Puh, träum weiter. Das ist ja ganz schnieke und hier macht unser... Ja, wie heißt er? Ich komm grad, ach, ruf es ein auf Barney. Legendär. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Bis später. Genau. Wow, der war ja so flach, da kriege ich mich kaum ein. Wow. Daniel, wo soll ich denn hingehen? Was habe ich denn so vor? Süßziermesser, blablabla. Können wir irgendwas in... Ach, warte mal. Da wollte ich noch was erledigen. Ach, verdammt. Ich wollte doch noch bei Dings bleiben, ihm was zeigen, ob er mir schon mal das Nimmerschen tauschen würde. Pencil, tausch mir die Nummer, wie sag. Tausch mir halt nicht die Nummer. Arschloch. Tausch mir jetzt die Nummer. Pencil, du Arsch, tausch mir die Nummer. Pencil, tausch mir die Nummer, dann nicht. Leck mir im Arsch. Hallo. Okay, wo kann ich denn noch so helfen? Rathaus. Kann ich hier irgendwas tun? Zum Sitzungssaal, waren wir da schon? Ja, war ich schon. Ganz vergessen. Halt! Wo willst du hin? Zum Bürgermeister. Kannst du hier eine Wartenummer? Ja, schön. Ich sagte, weg da. Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Ja, schön doch mal, Lotti. Schön, Lotti, schön. Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine, es ist eine Kuh und sie trinkt Bier. Wow. Der Wahnsinn. Mit dem Schwamm kann ich bestimmt später das Wasser holen. Ich weiß noch nicht, wohin ich so unbedingt soll. Also es gäbe da ja ein paar Orte, aber wohin genau soll man denn? Hier kann ich irgendwie die Motorhaube öffnen? Ein Seziermesser, vielleicht die Drucktür. Die Drucktür vor allen Dingen, die Drucktür. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker.
Verdammt! Mit dem richtigen... Okay, dann weiß ich es auch nicht, aber wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Gebt ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Nach unten, wenn es nicht so ist. Kommentiert, abonniert und abonniert mich. Auf Wiedersehen, euer Flass TV.